Hey ho Leute, ich bin ein Landwirt from hell. Heute kommen wir zu einem kleinen Update-Video, wie es meine Pflanzen so geht. Da kommen wir aus dem letzten Video. Die habe ich jetzt einen größeren Topfbock, das ist die Dolce di Bergamo. Ist schon ziemlich stabil eigentlich, wenn man da immer in meine Hände schaue. Weil ich filme tatsächlich wieder mit meiner GoPro, weil mit meiner neuen Kamera kenne ich mich leider null aus. Passt. Dann, wie man sieht, eine andere Wuchsform eigentlich, von den Blättern her und alles. Das ist die Apache F1 Thai Chili, das ist ein Topfchili. Die sollte man dann eigentlich in so 9 Liter Töpfe halten können. Sind recht praktisch, aber ziemlich scharf. Dann den geilen Wuchs, die ist voll kompakt, das ist die New Max Suave Orange von der New Max, also New Mexico University College Geschichte. Hat einen ziemlich kompakten Wuchs, ziemlich geil, weil die dann ziemlich blutspannend ist. Dann als nächstes möchte ich mal Danke sagen für das ganze Feedback, was ich kriege zu meinen Videos und zu den ganzen Sachen. Gibt es jetzt was Neues? Also die ersten sind die 9x9 Töpfchen, also eh schon länger. Ein paar habe ich jetzt noch gekämpft wegen Count Dracula und so weiter, aber ja. Ich hoffe, die werden wir zum Beispiel die Blue Christmas Chili und die Explosive Amber, die habe ich jetzt noch gezogen. Und ich hoffe, in den nächsten Tagen ist es soweit, dass ich die auch in die 9x9 Töpfchen da kann, mit dem Erdengemisch aus Anzuchtserde und Tomatenerde. Siehst du noch was Neues? Das erste Mal gedüngt habe ich. Also ich lasse mir da immer sehr viel Zeit, dass die halt noch die Nährstoffe suchen müssen, dass sie einen gescheiten Wurzelballen finden, also machen und sie zu den Nährstoffen suchen, weil wenn sie es zu sehr verwöhnen, dann wachsen die nicht gescheit. Ist mir auch schon mal passiert. Jo, das war eigentlich jetzt das kurze und knappe Video für heute. Es ist jetzt zwar länger nichts gekommen, weil ich ein fauler Hund bin und privat Aushilfe zum Tun habe und ich arbeite ja nebenbei auch noch normal und dann nicht nur Gärtnern. Aber was kommt als nächstes jetzt? Anfang März, Tomaten. Da werde ich vielleicht auch einen kurzen Crashkurs geben. Ich werde das heute tatsächlich auch wieder in die Schnapsgläser probieren, die Tomaten. 3 Stück pro Schnapsglas und dann pickieren und dann schauen wir, was rauskommt. Also Leute, danke, lasst mal Like und Abo da. Ciao.